Wunderschönen kalten Sonntagmorgen aus Wien. Ich bin unterwegs, ich treffe mich heute mit Dominik Müller, Fotograf auch aus Wien. Wir machen heute im Herzen von Wien eine kleine Foto-Challenge. Ich nehme euch da ein wenig mit, aber jetzt auf zu U-Bahn und ja. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich treffe mich jetzt mit Dominik Müller. Bin schon am Stephansplatz. Schauen wir mal, wo er ist. Dominik! Noch habe ich ihn nicht. Ultramoderne Klo. Willkommen im wunderschönen Wien. Ich habe ihn gefunden, den Dominik Müller. Servus Leute, noch alles fit am Sonntag. Okay, wir sind auf jeden Fall negativ getestet. Schau mal diesen, bitte. Was willst du denn? Schau mal. Ja. Bitte, dreh dich einmal um. Dreh dich einmal um. Was gibt Schöneres in Wien? Schaut euch das an. Ich war schon extrem lang immer in der Innenstadt. Okay. Das ist interessant. Machen wir heute Foto-Challenge. Ja, heute, glaube ich, werden wir richtig geil. Bist du nervös schon ein wenig oder? Nein, gar nicht. Ich bin eigentlich relativ offen für sowas, weil... Was habe ich mit Hemd? Naja, ja. Bei minus 10 Grad. Okay, wir gehen ein bisschen durch die Innenstadt. Foto-Challenge. Wer kann mehr Leute in 10 Minuten fotografieren? Was machen wir sonst? Ich meine, Hochzeiten haben wir jetzt leider keine. Ja? Aber wir werden schauen, dass wir das Beste rausholen, überhaupt am Sonntag. Ja, ich gehe auf die andere Seite. Jeder hat so seine Schokoseite. Ja, das stimmt. Ja. Weiß nicht, wo deine ist. Wo ist deine? Ja, eh die Seite, wo du gerade filterst. Ich weiß nicht, wegen Corona, ein Jahr schon Corona, vor allem in Österreich, die Leute sind da eher weniger offen. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Aber vielleicht haben sie sich ein bisschen jetzt klimatisiert zu dem ganzen Thema und vielleicht fühlen sie sich schon ein bisschen offener. Ich habe im letzten Video, übrigens, das verlinke ich euch gleich da in der Infobox, im letzten Video wollte ich eigentlich nur manuell fotografieren mit der alten Canon. Da war der Raum ein bisschen zu klein dafür. Ich glaube, ich werde das heute angehen. Okay. Ich werde das Ganze ein bisschen erschweren mit 50 mm Canon. Wir richten mal alles her, nehmen euch mit. Ich werde euch einen kleinen Timer einblenden und einen Counter, wie viele Leute jeder fotografiert. Ich glaube, das wird extrem lustig. Bis gleich. Wir sind jetzt im Herzen von Wien. Klassischer Instagram-Spot. Für jeden Influencer und sonstigen einfach mal. So, Matthias ist schon wieder cool aufgelegt heute. Ja, wir machen jetzt Schnick, Schnack, Schnuck. Wer beginnt mit der Challenge? Okay, ready? Pass. Ja. Schnick, Schnack, Schnuck. Moment einmal. 1-0. Fangt der Verlierer oder der Gewinner an? Na, der Gewinner fängt nicht an. Ist eh klar, oder? Ist eh klar. Na. Okay, warte, wir fangen. Ich mache auf einmal oder auf dreimal? Nein, oder? Auf dreimal, aber der Gewinner hat. Also der Verlierer fängt an. Ist eh klar. Der Verlierer fängt an. Okay, also auf drei Punkte. Drei Punkte oder auf dreimal spielen? Nein, dreimal. Kompliziert. Okay, auf drei. Okay, 1-0. 1-0. Genau. Also ich muss verlieren. Ich muss ja verlieren. Nein, ja, da beginnst du aber. Ach so. Ja, genau. Okay, los. Okay, 1-1. 2-1 für dich. Okay, du hast gewonnen. Ich muss beginnen, leider. Ja, ich muss beginnen. Die Foto-Challenge. Dominik beginnt mit der Schnitt. Dominik beginnt mit der Foto-Challenge. Wir richten einmal das Equipment her und dann schauen wir mal. Okay, passt gut. Wir starten jetzt. Wir starten. Ciao. Sag euch was, ich setze jetzt eine Haube auf, weil es ist schweinekalt. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, nicht 10 Minuten zu machen, sondern 5 Minuten 43. 5 Minuten 43, warum? Erstens, weil es kalt ist und zweitens, weil wir es einfach können. Richtig. Jetzt suchen wir noch einen richtigen Spot, ich stelle den Timer ein und dann geht's los. Viele Fotografen haben gesagt, es gibt kein schlechtes Wetter. Du beginnst, ne? Hätte ich gesagt. Ich stelle jetzt mal... Stell mal alles ein und schau, dass du... So, Moment. Timer ist auf 5:43 gestellt. Sieht man das?
Ich blende euch das ein. Bist du schon bereit? Ja, eigentlich schon. Weißt du, also, ich da was sagen? Ja. Timer einblenden, 5:43, 3, 2, 1 und los. So. Ja, du bist sehr gemütlich unterwegs. Ich bin sehr gemütlich unterwegs. Sind schon, ja? Sag dir eines, such mal die besten Kunden raus, beziehungsweise die besten Leute. Du hast schon 10 Sekunden. Ja, das ist kein Problem, das ist kein Problem. Ich spekuliere nicht auf die meisten Shots, sondern die besten Shots. Ja? Aber die Auswahl an Personen ist sehr groß. Ja. Nummer 1. Okay, no. Okay, just schade. Wir haben noch kein einziges Foto, aber du hast noch 4 Minuten 45 Zeit. Obwohl, entschuldige, dürfte ich von Ihnen 2-3 Bilder machen? Geht das in Ordnung? Wir machen eine Foto-Challenge. Du hast noch 4 Minuten die meisten Fotos machen. Wir sind übrigens bei René Steinmetz. Ganz kurz, wenn es ganz kurz Zeit haben für mich, ganz kurz, drei Minuten. Stellen Sie sich kurz einmal da kurz her. Ja? Ich blende euch die Fotos übrigens ein. Habe ich die Augen offen? Sehr schön, ja, sehr schön. Kann man ein bisschen weiter zu den Blumen hinstellen. Ja, perfekt. Da rüberschauen, zu den Kunden. Sehr schön, okay. Du weißt eh, dass du mehrere Personen brauchst und nicht nur ja, eine, ja? Ich habe jetzt die 3 Shots habe ich jetzt fertig. Ja. Und jetzt gehen wir weiter. Ich sage danke. Vielen Dank. Ich komme immer zum Find solchen Fotos. Sachen. Ja? Danke. Vielen Dank, schönen Tag noch. Gleichfalls. Schönen Sonntag, ciao. Dominik, du musst jetzt ein bisschen Gas geben. Ja, ich weiß, es ist kein Problem. Aber jetzt bist du aufgewärmt, ne? Ja, ich bin eigentlich schon happy über die ersten 3 Bilder. Ja, okay, wir haben eine Challenge. Die meisten Bilder, aber du wirst die meisten Bilder machen. Ich lasse dich gewinnen, mein Freund. Aber ich werde dafür die schönsten Bilder machen, mein Lieber. Ja? Aber so. Die Challenge heißt die meisten? Ja. Okay, weiter geht's. Warum haben wir eigentlich so ein schlechtes Wetter heute? Es ist unglaublich. Ja, es ist halt echt schwierig. Kannst du mal kurz die Kamera umschwenken? Ich glaube, ich habe schon die nächsten Kunden. Jetzt ist er on fire. So. Ach Gott, das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig. Matthias, was haben wir da heute für einen Tag ausgebildet? Na, natürlich, die Nervosität kommt auch rauf. Ja. Ich bin nur gespannt, wie es bei dir dann ist. Ja. Ich auch. Aber ja, ich komme eigentlich schon schwitzen, weil die Zeit rennt, glaube ich, extrem. Ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. Die Zeit ist auf jeden Fall eingeblendet. Du hast noch 40 Sekunden. Okay. Gib Gas jetzt. Ja, ich soll wirklich Gas geben. Matthias, ich glaube, du hast die Challenge gewonnen, mein Lieber. Ach Gott, ganz, ganz schlecht bin ich heute. Ich glaube, ich höre gleich den Timer läuten. Passend zu den Kirchenglocken. Das ist ein Todesurteil. Komm mit schnell. Es läutet. Okay, eine Chance geben wir ihm noch. Eine Chance geben wir. Ja. Ja. Okay, das war definitiv eine große Absage. Ich bin jetzt auf den Matthias gespannt. Ein Foto habe ich geschafft. Oder 3. Von einer Person. Richtig mickrig eigentlich. Ach Gott. Ja gut, dann übergebe ich die Kamera an Dominik und dann bin ich am Start. Ne? Werden wir schauen. So, liebe Leute, wir starten heute mit Matthias jetzt seine Challenge. Timer muss ich noch einstellen. So, jetzt bin ich dran. Dominik hat heiße eine Person fotografiert. Timer blende ich euch jetzt ein. 5:34, 43. Einmal ist gestellt. Ab. Ab wann? Ab. Go. Ab jetzt. Okay. Schnell 2 Porträts machen von euch. Ich möchte eine Visitenkarte. Sagt einfach ja. Einmal zu mir schauen, Chris. Ja. Vielleicht kannst du einfach mal aus dem Kaffeebecher trinken. Ja, und kurz zu mir schauen. Ja. Willst du zu mir schauen? Sehr schön. Und du auch? Ja, perfekt. Super. Weiter geht's. Mein Akku ist leer. Können wir kurz auf Pause drücken? Matthias gerade beim Akkutausch, er weiß überhaupt nicht, was er jetzt hat, ob leer oder voll. Der ist voll, Timer ist noch gestoppt. Ja. Natürlich, Vorbereitung ist alles. Okay, geht's weiter? Warte. Bist du, ich lauf schon noch. Hallo, Entschuldigung. Darf ich von euch 2 Porträts machen? Nein, okay, danke schön, danke. Okay, next one, next one. Ich habe nicht mehr viel Zeit, ich glaube 4 Minuten und so viele. Jetzt bin ich im Stress. Ein klassisches Wien-Foto. Ja, einmal zu mir schauen. Fotografie manuell, das muss man auch gleich dazu sagen. Sehr gut, hier macht alles manuell. Sehr cool, ja, ich sollte ein bisschen Gas geben. Sag's euch. Du hast noch 3 Minuten 40. Ich bin im Stress, ja. Okay. Danke euch. Okay. So, Matthias, geht's los? Ja, warte. Next one, den Polizisten vielleicht. Was sagt ihr dazu? Polizei, ja, nein. Fotografieren. Also es ist echt nicht einfach. Was ist los, Matthias? Was ist los? Gib Gas ein bisschen. Vorerst mich um und umgehetzt, jetzt bist du dran. Komm, Fiaker. Hallo. Ich habe eine Foto-Challenge, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Vielleicht nochmal eins.
40 Sekunden. 40 Sekunden. So, Matthias, du bist dran. Geht schon, komm. Ah! Komm. Danke. Wo ist der Foto? Perfekt, jawohl. Perfekt, er meldet sich freiwillig. Du hast sicher Instagram, oder? Ja. Perfekt. Okay, Matthias, das war's für dich. Wir sind. Zeit ist aus. Ja. Es waren ein bisschen mehr bei mir, ne? Okay. Matthias, glaube ich, hat gewonnen. Ja. Wir werden sich auf jeden Fall die Bilder anschauen. Ja. Ja, glaub, Matthias ist auch so hart. Ja. Okay. Machen wir eine kurze Pause. Trinken wir mal einen Tee oder Kaffee. Richtig. Okay, alles ciao. Klar. Puh, ich bin außer Atem. Aber Dominik, er hat immerhin ein Foto. Aber das eine Foto ist das perfekte Foto. Ja, die Fotos habe ich euch eh eingeblendet. Würde mich interessieren, schreibt es in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat. Vergesst nicht abonnieren und Glocke drücken, wäre auch noch super, dass ihr immer am neuesten Stand und seid. Und Dominik Müller Foto, Instagram. Ja? Er macht keine Werbung. Danke. Danke, Matthias. Ist eh eingeblendet. Stimmt, Dominik Müller auf Instagram, ja, genau. Und Facebook, glaube ich auch. Ja, richtig. Halt aber die Kamera weiter runter. Ich glaube, du machst schon wieder. Ich glaube nicht, oder? Ja, du bist so groß einfach. Ja. Danke fürs Einschalten, Weiterleiten, alles. Werbung, einfach. Alles, Werbung. Du haust jetzt alles rein. Genau. Ja. Und unten, wegen meinem Equipment, kannst du mal nachschauen, mit was wir so arbeiten. Ich hoffe, Dominik Müller auch das Equipment rein. Yes. Und viel Spaß. Ciao.